wenig Zeit. Leute, die erste Speakerin ist die liebe Nicole. Und wenn ich ehrlich zu euch bin, ich habe noch nie wirklich viel mit Nicole gearbeitet, okay? Wir sind immer viel aneinander vorbeigegangen auf Events, auf Airbnb-Trips und so weiter und so fort, okay? Hab nie wirklich viele Eindrücke sammeln können von ihr. Aber eine Sache kann ich euch sagen, wenn ich einen Eindruck habe von Nicole, dann ist es definitiv, dass diese Frau nicht am Spaß ist, okay? This woman is not playing. Ja, wenn ich an eine P2K-Lady denke, die auf einem guten Weg ist, Chair-Lady 10 zu gehen in diesem Business, dann ist es definitiv Nicole, okay? Sie weiß, was Consistency bedeutet. Und ich sehe Nicole selten, wenn sie nicht am Callen ist, okay? Ich weiß jetzt schon, dass ihr Kalender unfassbar voll ist. Ich kann mich an das Airbnb erinnern, wo wir waren in Belgien mit dem gesamten Team, organisiert von Tarek und den anderen Leadern, die Hustle-Bude, die Ranker-Bude, wie auch immer man es nennen möchte. Und Nicole, ich glaube, wir waren da 2, 3 Nächte, wenn ich mich nicht irre. Und Nicole war auch dort. Und Leute, Nicole und ich haben kein einziges Wort ausgetauscht miteinander, weil sie ständig in Calls war. Es ist unglaublich. Ich habe diese Frau nicht in Calls gesehen, okay? Und das ist wirklich das, was Focus bedeutet. Das ist das, was Massive Action für dich bedeutet. Absolut krasse Work Ethic. Always calling, fam. Always calling. Okay, und ich habe mich vorhin bei Kilian gemeldet und habe ihn gefragt, Bro, hau mal ein paar Zahlen raus. Wie läuft eigentlich das Personal Game bei Nicole? Und er hat mir gesagt, Daniel, Nicole ist nicht nur eine Person, die krass ist in Personal starten, sie ist auch eine Person, die krass ist in Personals zu halten, weil Leute, generational wealth, Momentum, Chairman 10 zu gehen ist eine Sache, aber es ist viel, viel geil, diese Sachen zu halten, oder? Es ist viel, viel geil, nicht nur einmal viel Geld zu verdienen, sondern auf einem Level zu bleiben, wo man konstant viel Geld verdient. Es ist viel, viel geiler, ja, viele Personals zu starten und sie zu halten, als nur Personals zu starten und sie wieder zu verlieren. Und genau das hat Nicole wirklich verstanden, weil sie verstanden hat, wie man Beziehungen in diesem Business aufbaut, wie man die Menschlichkeit an erste Stelle stellt. Ich habe mit ihr telefoniert und sie hat mir so viel Value gegeben und sie hat wirklich nichts zurück erwartet. Und nicht mal ich bin in ihrer Organisation und dennoch hat sie sich wirklich so viel Zeit für mich genommen, um auf meine Fragen einzugehen, weil auch ich, Leute, auch ich bin auf Nicole zugegangen. Pass auf, ich bin auf Nicole zugegangen, auf Lara auch später, die gleich kommen wird. Und ich habe mich bei den Ladies gemeldet und habe gesagt, bitte Mädels, könnt ihr mir zeigen, wie ihr da vorgeht? Ja, bessere Resultate in diesem Bereich, könnt ihr mir da zeigen, wie ihr da vorgeht? Okay, wenn ich es mache, ja, dann pass auf, was für Welle gleich von diesen Mädels kommen werden. Leute, Nicole hat einen Rekord von 2.800 PRSV in ihrem Backoffice gehabt. Das sind fast 20 eingeschriebene Leute. Gebt euch das. Stellt euch vor, du hast ein Business von 20 Leuten und alle hast einfach du selber eingeschrieben. Und Nicole, wer ist gespannt, wie Nicole das geschafft hat? Drop mal eine 7 in den Chat. Wer will wissen, wie Nicole vorgeht? Weil Leute, sie ist nicht ansatzweise besser als du, talentierter als du. Okay, sie weiß nicht mehr als du. Ja, sie hat aber verstanden, wie sie managen kann, was ihr gegeben wurde. Und genau das wird sie euch gleich mitgeben. Sie denkt zu 100% an ihr Team. Auf dem Call, wo wir uns miteinander ausgetauscht haben, hat sie Fragen gestellt und es ging ständig nur, Daniel, wie kann ich mein Team aufs nächste Level bringen? Daniel, wie kann ich Leadership kreieren? Daniel, wie kann ich das und das und das machen? Und so weiter und so fort. Hat mir persönlich unglaublich viel Value mitgegeben und jetzt ist Zeit, dass sie euch das mitgibt, wenn nicht sogar Besseres, was sie mir mitgegeben hat. Deswegen, Nicole, du bist der Co-Host, du kannst dich definitiv entstummen. Drop mal ein Share-Lady in den Chat für Nicole. Lass uns absolut Welle machen. Ich hoffe, jeder Einzelne ist ready mit Block und Stift, mit Kamera an. Deswegen, the stage is yours. Du kannst dich selber entstummen. Let's go. Alright, easy, perfekt. Erstmal danke für die Worte natürlich. Kann man mich gut hören soweit? Ich bin nicht zu Hause, bin mit meinem Teampartner zu Hause. Ich bin noch so Fußballbilder im Hintergrund und alles, deswegen nicht wundern. Aber ich denke, es sollte soweit passen. Auf jeden Fall sehr, sehr nice. Erstmal, Daniel, vielen Dank für die Worte. Also wirklich extrem crazy. Ich bin selber, selber extrem gespannt, auch auf Laras Part später. Also Leute, der Mehrwert, der gestern schon kam von Chris und Adrian, war extrem, extrem crazy. Deswegen lasst das erstmal verarbeiten, das wirklich für euch nutzen. Was auch noch kommt, ist also wirklich enorm stark. Ich meine, allein, dass Daniel sowas auf die Beine stellt, ist crazy, Leute, können so enorm dankbar sein, dass ihr einen Mehrwert habt, beziehungsweise auch einen Leader habt, der an euch persönlich denkt. Weil Daniel könnte sagen, yo, sucht euch selber die Info, macht selber euer Ding, keine Ahnung, ich meine, seid self-sufficient so, aber er macht sich genauso auch Gedanken über euch, wie ihr aufs nächste Level kommen könnt. Und allein der Fakt, ich habe es ihm auch im Call gesagt, dass er persönlich auf P1s, P2s in diesem Business zukommt und einfach nach Punkten fragt, die er seinem Team mitgeben kann. Ich finde, für mich sagt das alles wirklich über euren Leader, über eure Struktur, es ist enorm crazy, deswegen echt mega strong.
Ansonsten würde ich sagen, ich starte direkt schon mal rein. Ich will gar nicht viel Zeit verlieren, weil wir auch, wie gesagt, noch krassen Mehrwert haben und dass das Ganze knackig und kompakt bleibt. Im Endeffekt, Daniel hat ein paar Worte gesagt. Ich muss euch ehrlich sagen, ich hatte da am Anfang tatsächlich, als ich in diesem Business gestartet bin, ich kann vielleicht ganz kurz nochmal auf mich einfach als Person eingehen, weil ich glaube, dass mich nicht jeder persönlich kennt. Also, wie Daniel schon gesagt hat, ich bin Nicole, bin aktuell 20, komme aus Augsburg und bin jetzt seit knapp 2 Jahren am Start. Also Februar waren es genau 2 Jahre, das heißt ein bisschen länger schon. Und ich sage euch ehrlich, dieses Business war keine Road to, keine Ahnung, den Levels, die man erreichen möchte, einfach so straight. Es waren Ups and Downs, es waren Phasen, wo auch das PRSV, was Daniel gerade meinte, nicht gelaufen ist, wo ich keine Ahnung hatte, was mache ich falsch, wie kann ich das besser machen. Und ich habe mir so viel angeschaut, angehört von verschiedenen Personen, von verschiedenen Leuten, die auch in dem Game strong sind und irgendwann so meinen Weg gefunden, wie ich gesagt habe, ey, okay, das funktioniert für mich wirklich. Und wie Daniel gemeint hat, nicht nur kurzzeitig, um kurzzeitig irgendwie krass hochzuballern, das PSV auszubauen, sondern langfristig gesehen, um dieses Business mit einem krassen Fundament aufzubauen, mit krassen Werten, die Menschen auch zu halten, mit den Menschen gemeinsam aufzubauen und das, was ich weiß oder was mein Team weiß, auch an wirklich die Leute weiterzugeben. Deswegen, ich möchte heute so ein bisschen meine Strategie, sage ich jetzt mal, mitgeben, beziehungsweise so, wie ich bisher gearbeitet habe, was sich so in den letzten 2 Jahren für mich ergeben hat. Und Leute, eine Sache, die ich direkt sagen kann, ein Wort, worum es heute bei mir größtenteils gehen soll, sind Fake Stories. Tatsächlich Fake Stories, ihr kennt das schon, ihr kennt das von verschiedenen anderen Personen. Und ich weiß, bei manchen Leuten kommt jetzt bei diesem Wort dieses, ach ja, Fake Stories, ne? Weiß ich. Es kommt diese komische Energy auf. Aber ich möchte euch wirklich klar machen, was der Punkt dahinter ist und eins zu eins genau, wie ich das Ganze gemacht habe, weil ich bin der Meinung, so wie ich das mache, das ist enorm simpel. Ich meine, es gibt irgendwelche Leute, die mit TikTok, Instagram irgendwie ultra crazy und fancy aufbauen und ultra das krasse Talent haben. Ich sage euch ehrlich, ich mache das unnormal simpel. Ich mache das komplett easy, dass das jeder nachmachen kann. Deswegen möchte ich, dass jeder Einzelne heute das Ganze für sich direkt mitnehmen kann, um es direkt umzusetzen, weil es absolut eine Sache ist, die nicht schwer ist zu machen, die man einfach verstehen muss. Deswegen möchte ich erstmal first aber ein bisschen allgemein auf den Punkt eingehen, Attraction Marketing, Instagram, es gibt ja alles mögliche, Social Media, Face Stories in die Richtung, warum das überhaupt wichtig ist. Und Leute, ich denke, jeder Einzelne hier kann wirklich ja, bestätigen oder zustimmen, dass Network eine Sache ist, die mittlerweile sehr, sehr stark vertreten ist. Jede einzelne Person, es wurde gestern schon von einem der Speaker erwähnt, jede einzelne Person wurde schon mal angeschrieben. Wir haben so unglaublich viele Networker, wir haben so unglaublich viele Copy-and-Paste-Texte, was nicht unbedingt schlecht sein muss, aber wir haben so unglaublich viel, was da draußen ist. Die Menschen sind absolut fett reizüberflutet. Das heißt, wir müssen irgendwas anders machen. Wir müssen uns abheben. Wir müssen einen Weg finden, natürlich authentisch auf uns bezogen, aber auch einen Weg finden, wie wir die Menschen draußen erreichen. Weil es ist nicht das Problem, dass die Menschen draußen kein Business machen wollen. Es ist nicht das Problem, oh mein Gott, ja, alle sind abgefuckt und niemand möchte ein Online-Business machen und die Wave ist vorbei oder so. Nein, 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 nein. Die Wave fängt gerade erst an. Das heißt, du persönlich musst nur Wege finden, dich anzupassen und zur heutigen Zeit die richtigen Dinge zu machen. Weil Akquise funktioniert zu 100%. Viele Dinge funktionieren zu 100%. Die Frage ist, wie kannst du dich persönlich am besten positionieren für die Zeit, die wir aktuell haben, wie die Menschen aktuell denken, wie die Menschen aktuell sich verhalten und Menschen allgemein einfach gestrickt sind. Deswegen erstmal zum Thema Attraction Marketing oder allgemein Präsenz überhaupt auf Social Media, warum das so wichtig ist. Leute, ihr kennt bestimmt dieses Gefühl, ihr seid alle, also denke ich mal, im Network aktiv, ihr seid alle dabei, eure Ranks aufzubauen, ein Team aufzubauen, Impact zu geben. Und ihr seid in einem Call, ihr sprecht mit einer Person und einige Dinge, die man hört, ja, das Ganze funktioniert nicht, Einwände, Skepsis, keine Ahnung, ich habe keine Zeit, ich habe kein Geld, ich habe was auch immer nicht. Die ganzen Vorurteile, die Menschen haben, wo man sich einfach nur denkt, so, wenn ich könnte, ne, ich würde jetzt eine Stunde dich gut argumentieren, warum das nicht so ist. So, man hat diesen Drang der Person, das recht zu machen oder beziehungsweise zu beweisen, dass es nicht so ist, wie die Person denkt, weil die Person vor allem skeptisch ist. Die Sache ist die, du persönlich kannst vielleicht eine Stunde für einen Prospect aufwenden, aber wer würde das machen? Das ist nicht wirklich smart. Was du machen kannst, du kannst deine Plattform, sei es Instagram, sei es TikTok, worauf Lara auch später noch ein bisschen genauer eingehen wird, nutzen, um das der Allgemeinheit zu sagen. Viele andere haben es auch gemacht. Eine Helen, falls einige Leute sie kennen, die auch in Rotterdam auf der Bühne gespielt hat. Das sind Dinge, die so gut funktionieren, wenn man sie einmal gemeistert hat. Sprich, du persönlich kannst an viel, 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 viel mehr Menschen sprechen, deine Message rausgeben, ohne einer Person direkt ins Gesicht sagen zu müssen, dass ja, sie irgendwie Unrecht hat oder sie skeptisch ist, wie auch immer. Weil das Ding ist, jeder da draußen will ein Business starten. Jede einzelne Person. Aber nicht jede Person weiß, dass sie ein Business starten will. Und genau darum geht es. Was ist dieses Business? Dieses Business ist eine Lösung. Und wofür brauchen wir eine Lösung? Auf ein Problem. Wenn du ein Problem hast, suchst du eine Lösung. Wenn du eine Frage hast, suchst du eine Antwort. Wenn du aber keine Frage hast, wenn du kein Problem hast, wenn dir nicht klar ist, warum du dieses Business brauchst, wird eine Person nicht danach suchen. Auch wenn wir uns denken, eigentlich ist es ja obvious, eigentlich ist es ja klar, wenn wir uns die heutige Welt anschauen, für uns ist es klar. Aber was wir lernen müssen, ist uns in neue, oder in ja, Menschen, die wir noch nicht kennen, hineinzuversetzen. Das ist genau der Punkt, was Daniel vorher noch angesprochen hat, bezüglich Menschlichkeit, mit Menschen zu arbeiten, Menschen zu halten, es wirklich zu verstehen, wie Menschen denken.
Weil ich persönlich habe mich mal in einen Prospect hineinversetzt und ich dachte mir so, ey, wenn ich jetzt heutzutage angeschrieben worden wäre, schon von 5 Leuten pro Tag ungefähr, und ich höre jedes einzelne Mal das Gleiche, würde ich wirklich bei der Person starten? Weil ich habe vielleicht Interesse in einem Business, ja. Ich habe Interesse, mein Leben zu verändern, aber warum sollte ich genau bei dir starten? Und das ist genau der Punkt, wo Instagram oder in meinem Fall Face Stories sehr, sehr krass reinkommen. Wie gesagt, ich habe das nicht irgendwie erfunden oder das ist nicht meine Creation. Das sind alles Dinge, die ich ausprobiert habe, die ich von anderen Menschen gehört habe. Und genau das ist der Punkt. Ich denke, das wisst ihr alle. Das werden keine wirklich, vielleicht ein paar neue Punkte sein, aber nichts Ungewöhnliches sein. Aber diese Präsenz ist genau das, was du aufbauen musst. Weil das Beste, womit du dich abheben kannst, ist nicht irgendwas crazy, irgendeine neue App, irgendeine neue Sache, sondern einfach die Sache, die da ist, konstant zu machen. Weil ihr wisst alle, dass man Instagram machen kann. Ihr wisst alle, dass man Face-to-Face machen kann. Ihr wisst alle, wie man gewisse Dinge tut. Gestern ging es auch vor allem um das Thema Konstanz. Ich glaube, Chris hat es ganz angesprochen gestern. Aber wer macht das wirklich? Wer ist wirklich konstant? Wer zieht diese Dinge wirklich Tag für Tag für Tag für Tag durch? Weil Leute, die Power von Präsenz ist so unglaublich krass, weil Menschen draußen sind unsicher. Das ist first of all eine Sache, die ihr euch merken könnt, wenn ihr euch hineinversetzt in einen Prospect. Menschen sind unsicher. Menschen sind skeptisch. Es ist einfach so, mittlerweile, weil so viele Menschen angesprochen wurden, sie sind skeptisch. Aber die Skepsis hält dich nicht davon ab, diese Menschen zu starten, diesen Menschen diese Möglichkeit zu geben. Es ist eine Frage, wie du rangehst. Weil jede Person sucht nach Sicherheit. Jede Person sucht nach diesem Sicherheitsgefühl. Menschen suchen nach einem Job, der was sicher ist. Menschen suchen nach einem Arbeitsort, der was sicher ist. Menschen suchen nach, keine Ahnung, einer Beziehung mit einer Person, die was ist, die sich sicher anfühlt. Und was suchen Menschen im Business? Sicherheit. Aber wie sollen Menschen Sicherheit bekommen, wenn sie dich nicht sehen? Wie sollen Menschen Sicherheit bekommen, wenn du einmal im Monat da bist? Weil Leute, ich denke, wir haben so ein krasses Business, wir haben so krasse Produkte, so krasse Dinge, ich würde darüber jeden Tag reden. Ich kann nicht anders, als jeden Tag darüber zu reden, Menschen aber klar zu machen, yo, du verpasst was extrem krasses, wenn du das nicht mitbekommst, was ich in meinem Leben habe. Und das Ding ist, ich glaube, der erste Punkt für die meisten Menschen, bevor man anfängt irgendwie mit Attraction Marketing, ist der Punkt, dass man sich selber neu überzeugen muss von diesem Business. Und ich sage nicht, dass ihr jetzt irgendwie komplett unüberzeugt seid, weil ihr seid alle hier, ihr seid alle auf dem Call um 21.21 Uhr, perfekte Uhrzeit, auf jeden Fall hier am Lernen und euch am Weiterbilden. Aber trotzdem, viele Menschen haben diese Zweifel in sich, weil vielleicht gewisse Dinge in der Zeit nicht funktionieren. Weil man vielleicht gewisse Zeit eine Stagnation hat, weil gewisse Zeit irgendwas nicht so läuft, wie du es haben möchtest. Das heißt, bevor andere Menschen überzeugen zu wollen, überzeug erstmal dich selber. Setz dich erstmal selber hin und frag dich, okay, was sind eigentlich die Gründe, warum ich hier gestartet bin? Warum möchte ich das Ganze nach außen tragen? Was ist mein Warum für Network konkret? Dein Warum fürs Business ist schon gut, aber was ist mein Warum für Network? Was ist mein Warum, das Ganze an Menschen weiterzugeben? Und wenn du das verstehst, dann kannst du wirklich anfangen, Face Stories zu machen, wie auch immer. Wie genau ich das mache, die Strategie, die Vorgehensweise, würde ich mich gerne nochmal mitgeben, also dass ihr wisst, wie ich das Ganze aufbaue, weil es sehr, sehr simpel ist. Aber das ist so unglaublich wichtig zu verstehen. Ich habe so viele Partner auch selber gehabt oder habe sie bis heute, die viele Dinge machen, genauso wie ich sie zum Beispiel mache oder andere, bei denen das gut läuft. Aber es funktioniert nicht, weil diese Überzeugung nicht da ist, die Attitude nicht da ist. Deswegen frag dich, warum machst du Network? Und diese Überzeugung musst du rausgeben. Menschen müssen das merken. Menschen müssen merken, dass du in love bist mit diesem Business und dass du persönlich das Ganze auch nach außen stellst. Dass du eine Person bist, die Menschen daraus an die Hand nimmt und nicht irgendwie eine Person startet und dann quittet und dann, ja, dann ist da nichts mehr. Das ist so, 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 so enorm wichtig. Ich möchte ganz kurz auf den Punkt eingehen, was eigentlich der Grund ist, warum die meisten Menschen auf Social Media, als Beispiel mit Face Stories, wenn du präsent bist, trotzdem nicht, also keine Leads ziehen, trotzdem nicht Menschen in ihrem Business zu tracken. Weil viele Menschen so auf Instagram jetzt bezogen nutzen ihr Insta für Aesthetics, um schöne Bilder zu haben, um ein krasses Profil zu haben. Das ist ja alles cool. Das ist wichtig, das ist die Grundbase. Aber ein krasses Profil wird dich nicht an Prospects bringen. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Weil es gibt so viele krasse Influencer da draußen, so viele krasse Menschen da draußen, die so schöne Bilder haben und travel und hier und da. Ich sage nicht, dass es falsch ist, das ist alles cool. Aber eine Person würde niemals auf dein Profil kommen, ein Travel-Bild sehen und sich denken, boah, bei dem will ich starten. Weil wie viele Menschen haben Travel-Bilder? Wie viele Menschen sind am Reisen? Wie viele Menschen, ich weiß nicht, haben vielleicht irgendwie ein frische Bearbeitung und einen nice Feed und alles Mögliche? Du musst dich abheben, auch in diesem Punkt. Das heißt, ich persönlich habe verstanden, dass ich Menschen meine Persönlichkeit zeigen muss und präsent sein muss, indem ich den Menschen die Sorgen nehme, die sie haben. Weil wie ich vorhin meinte, Menschen sind unsicher, Menschen haben Sorgen. Und wenn du endlich mal Empathie aufbaust und verstehst, warum starten Menschen nicht bei dir? Warum antworten vielleicht Menschen nicht? Warum läuft das Ganze gerade noch nicht? Wenn du das verstehst und daran arbeitest, das ist dein größter Jackpot. Weil das sind genau die Dinge, die du brauchst, um das zu verändern. Das heißt, ich habe verstanden, okay, Menschen machen sich Sorgen, weil sie keine Ahnung haben, was sie hier machen. Menschen wissen nicht, wie das Ganze abläuft. Menschen sind unsicher. Und was ist das Einfachste, um das zu lösen? Reden. Du kannst ganz simpel reden. Du redest in diesem Business sowieso jeden einzelnen Tag. Und spätestens, wenn du ein Leader werden möchtest, spezifisch auf Face Stories bezogen, du willst jeden Tag in deiner Kamera reden. Ob es in deinem Laptop ist oder in deinem Handy. Egal auch immer. Auf Zoom, jedes einzelne Mal. Du bist ein Leader, du bist präsent vor Menschen. Das heißt, es sollte kein Problem sein, präsent auf Instagram vor Menschen zu sein.
mach dir das bewusst. Weil viele Menschen so, ja, das ist unkomfortabel und ich will nicht drüber reden und wie auch immer, es ist ein bisschen, was wenn meine Mutter das sieht, was wenn der das sieht. Du musst lernen, von diesen Meinungen loszulassen. Das ist so, so, so enorm wichtig, weil viele Menschen stehen sich extrem krass im Weg und haben das Ziel, ein Leader zu werden, haben das Ziel, ein großes Team zu leiten. Aber wenn du persönlich nicht diese Hürde überwindest, dass du nicht zeigst, dass du da bist, weil Leute, wie sollen Menschen dir folgen und glauben, dass du sie im Business gut begleiten kannst, wenn du nicht mal auf Instagram oder wo auch immer sie dich kennengelernt haben, da bist? Das heißt, diese Präsenz, dieses Sicherheitsgefühl, das ist die Grundbasis für alles startet. Wie ich das persönlich mache, ich habe einfach mal mich gefragt, ich habe mich wirklich intensiv hingesetzt und das kann ich jedem Einzelnen hier empfehlen, das wirklich mal sich Zeit dafür zu nehmen, das zu machen, bevor man irgendwie wild drauf los rennt oder was auch immer. Klar, einfach machen, einfach umsetzen, super wichtig, aber mach dir da vorher Gedanken, okay, wie fühlt sich ein Prospect in deiner aktuellen Lage? Versetz dich in die Lage der Person. Ob es in der Akquise ist, ob es in Face Stories ist, du musst dich immer in die Lage der Person hineinversetzen. Was denkt die Person gerade? Ich weiß, einige Leute haben ein krasses Profil und schreiben vielleicht Menschen an, aber oder versuchen Attraction Marketing zu machen, aber es kommt nicht viel bei rum. Das heißt, du persönlich musst da sein für die Person. Was ich sehr, sehr oft gemacht habe, ich habe mich einfach mit Prospects ausgetauscht, die vielleicht auch nicht starten wollten. Okay, ich habe das Ganze genutzt, ich habe das auch in unseren internen Network-Gruppen gemacht. Ich habe einfach mal gefragt, okay, was ist bei euch denn der Grund gewesen, bei euren Prospects, bei euren Interessenten, warum die Menschen nicht gestartet sind? Und es kam alles Mögliche. Ich habe kein Geld, ich habe keine Zeit, ich habe keine, also meine Eltern wollen das nicht, mein Freund will das nicht, wer auch immer. Das heißt, du hörst die ganze Zeit diese ganzen Einwände, das ist das Beste, was dir passieren kann. Die ganzen Einwände kannst du nutzen, um darüber Stories zu machen. Was meine Meinung ist, eine Person sollte dein Instagram nutzen können, um sich komplett über das Business zu informieren. Weil das macht es dir komplett leichter. Weil was ist Attraction Marketing? Dass Menschen auf dich zukommen, weil sie starten wollen, weil sie Potenzial in dem Ganzen sehen. Und je mehr du da draußen rausgibst, konstant jeden einzelnen Tag dein Gesicht in diese Kamera hältst und redest und erzählst, warum es sinnvoll ist zu starten, erzählst, warum du überhaupt gestartet bist, deine Story erzählst, dich relatable machst, darauf werde ich gleich auch nochmal eingehen, weil sehr, sehr viele Menschen, ich sag mal so, nicht wirklich vorteilhaft auf Instagram die Präsenz zeigen und damit meine ich nicht, dass man unvorteilhafte Dinge postet, damit meine ich, dass du Menschen ein falsches Gefühl gibst, weil sehr, sehr viele Menschen gehen raus auf Instagram, zum Beispiel, wenn du eine Face-Story machst oder sprichst über das ganze Business, ist komplett egal, ob du darüber sprichst, was du machst, warum du das Ganze machst, warum man das machen sollte, wie auch immer und fronten Menschen. Dieses Provokative, das habe ich mit Daniel im Call auch besprochen, sehr, sehr viele Leute sind die greifen irgendwo an. Und klar ist es irgendwo wichtig, diese Triggerpunkte zu finden, weil manchmal guckt man sich Stories an und denkt sich so, genau das ist der Grund, warum ich starten möchte. Aber wenn das zu viel wird, weil es gibt einen Unterschied zwischen vorteilhaften Stories und nicht vorteilhaften Stories. Closest du Menschen oder öffnest du Menschen? Das musst du auch eine gewisse Zeit verstehen. Closest du Leute, verschließt du Leute, beziehungsweise versuchst du Menschen zu Tode zu argumentieren, warum das Business Sinn macht und versuchst deine Meinung aufzudrängen an eine andere Person oder öffnest du eine Person und lässt du sie selber verstehen, dass es Sinn macht? Indem du Einblicke in dein Leben zeigst, indem du den Menschen deine Perspektive erklärst. Weil wenn eine Person so denken würde, wie du denkst, würde sie so handeln, wie du handelst. Aber sie handelt halt eben noch nicht so, wie du handelst, weil sie persönlich noch nicht versteht, was in deinem Kopf abgeht. Deswegen, was ich persönlich jedes einzelne Mal versuche, ist, die Person zu eröffnen. Weil es ist eine Sache, mal viele Leute einzuschreiben, ein hohes PRSV zu haben und, keine Ahnung, gerade viele Leute zu starten und eine Waves auszulösen, die aber nach 2 Wochen gefühlt wieder weg ist. Es ist aber eine andere Sache, Menschen wirklich in das Business zu holen, das Vertrauen aufzubauen, das Gefühl zu geben von, ich bin da. Versuche nicht die Person zu sein, die auf Instagram oder egal auf welcher App, das ist, kannst du auf alles übertragen, wo du dich irgendwie zeigst und Präsenz zeigst. So. Versuch nicht, gegenüber von den Menschen zu stehen und sie anzugreifen. Dieses Gegeneinander. So, ich mache ein Business und ich bin viel krasser und du bist ja ein Arbeitnehmer und wir fronten die Leute, die Jobs haben. Und das sind alles Dinge, die du persönlich rauskappen solltest, die ich persönlich auch zu einer langen Zeit falsch gemacht habe. Deswegen kann ich es dir sagen. Ich habe eine lange Zeit Stories gemacht und versucht, irgendwie Menschen was zu erzählen und für Menschen da zu sein. Aber es war nicht wirklich passend. Weil wenn eine Person sich angegriffen fühlt, das ist genauso im Business, wie man Freunde gewinnt, ist dieses Thema. Wenn Menschen sich angegriffen fühlen, werden sie niemals bei dir starten. Versetz dich mal selbst in die Lage, würdest du bei einer Person starten, die dir jeden einzelnen Tag erzählt, warum du etwas nicht kannst, warum dein Job schlecht ist, warum du irgendwie eine Pussy bist, weil du das und das noch nicht gemacht hast, wenn du zu direkt bist zu Leuten, oder nicht mal zu direkt, sondern auch die falsche Wortwahl triffst, dann wird eine Person niemals bei dir starten. Es geht um Vertrauen, Sicherheitsgefühl und Vertrauen. Und wodurch baut sich das auf? Indem du jedes Mal da bist, jedes Mal drüber sprichst, deine Überzeugung zeigst, indem du auch vor allem die Hand den Menschen reichst und relatable bist, weil ich finde, viele Menschen heben sich irgendwo ab in dem Punkt, viele Menschen versuchen darzustellen, dass das, was du persönlich machst, viel, viel krasser ist, aber eine Person da draußen will das nicht hören. Frag dich, was will eine Person da draußen hören? Wenn eine Person, ich nenne jetzt mal ein Beispiel, eine Person ist gerade am Studieren, eine Person ist unzufrieden mit ihrem Leben, ist so krass viel am Arbeiten oder ist unzufrieden mit ihrer finanziellen Situation, whatever, es ist komplett egal, was die Lage ist. Will eine Person gerade wirklich hören, dass das Ganze sie nicht zu ihrem Ziel führt und dass das Ganze scheiße ist und das und das. Nein, eine Person will hören, was die Lösung ist. Gib den Menschen Lösungen. Sie haben ein Problem, mach denen die Probleme klar.
ich würde dir eine Liste runterschreiben, heute Abend vielleicht noch, mach dir wirklich ein Mastermind immer mit dir selber, schreib dir auf, was sind die Probleme in der aktuellen Welt, sei es Inflation, sei es Menschen verlieren ihre Jobs, sei es Menschen sind unzufrieden mit, also mit ihrem Chef oder wie auch immer, Menschen wollen nicht 40 Jahre lang arbeiten, Jobs werden ersetzt, künstliche Intelligenz, diese ganzen Punkte, mach dir da mal Gedanken drüber und ich will dir gar nicht so viel vorgeben, weil jeder Einzelne hat seinen eigenen Gedankengang, aber alle Einwände und alle Punkte, die du von Prospects bekommen hast, kannst du alles für dich nutzen, um Menschen diesen Input zu geben. Alles. Jede einzelne Sache. Und ab dem Punkt, wo ich verstanden habe, dass ich nicht jemand bin, der irgendwie zeigen muss, wie krass ich bin, sondern dass ich Menschen zeige, wie sie es genauso schaffen, dass ich mich mal hinsetze, mein Handy aufstelle und einfach sage, ey, ich weiß ganz genau, wie du dich fühlst. Ich war auch mal an einem Punkt, wo ich komplett neu war, wo ich diese ganzen Business-Sachen online gesehen habe, 5-mal am Tag angeschrieben worden bin und absolut keine Ahnung hatte, was das Ganze ist und mir komplett unsicher war. Deswegen erzähle ich dir jetzt ABC. Deswegen erzähle ich dir jetzt, was ich mache und so weiter und so fort. Das heißt, versuche, so viel es geht, rauszugeben an die Menschen, dass sie sich bei dir sicher fühlen. Das ist genau der Punkt und diese Relationship, die du aufbaust in dem Punkt, weil Menschen lernen dich kennen. Du bist gefühlt der zweite Nachbar von der Person, wenn sie dich jeden Tag in ihrem Handy sehen. Sie gehen auf ihr Handy auf Instagram und sie swipen, sie sind vielleicht um 18 Uhr nach ihrer Arbeit nach Hause gekommen. Versetz dich mal in die Lage von einem Arbeitnehmer, von einer ganz normalen Person, die vielleicht gerade in einem Job ist. Du kommst nach Hause, du bist genervt von deinem Tag, du sitzt an deinem Handy, du bist vielleicht auf Instagram. Du willst dir nicht noch irgendwie negatives Shooten anhören. Du willst persönlich Bestärkung haben und du willst persönlich verstehen, warum du etwas in deinem Leben ändern sollst. Das ist der erste Punkt, warum. Das heißt, erkläre vielmehr, warum du das Ganze machst. Dann, was du konkret machst und dann, wie es die Person auch machen kann. Dieses I reach out to you. Ich gebe dir persönlich die Hand. Ich zeige dir, wie das Ganze funktioniert. Weil sonst wird eine Person dir nicht zuhören. Weil es machen auch viele Menschen Face Stories, sind viele Menschen aktiv auf Instagram. Aber das ist halt der Punkt. Das heißt, irgendwo dieses grobe Konzept drumherum muss man erstmal verstehen. Was mache ich jetzt aber konkret? Sage ich mal, ich habe meine ganzen Einwände von den Prospects, warum Menschen nicht starten, warum Menschen starten sollten, was ich konkret mache und ich will dir gleich ein paar Ideen geben, wie du das Ganze umsetzen kannst, weil du kannst enorm, enorm viel machen. Ich höre immer wieder, ja, Nicole, ich persönlich, keine Ahnung, ich habe keine Themen und ich weiß nicht, worüber ich reden soll. First of all, du hast so viele Menschen, die es vormachen. Das als allererstes, es sind unglaublich viele Menschen, die es vormachen. Schaust dir einfach ab. Meine ersten Face-Tests waren nichts anderes als, okay, Wer hat sich gerade auf Instagram aus? Wer redet irgendwie jeden Tag in seine Kamera und wer hat irgendwie Resultate und wie kann ich das Ganze auf meine Art und Weise nachmachen? So habe ich angefangen. Das heißt, was sind irgendwo die Punkte, die andere Menschen schon vorgemacht haben? Copy and paste. Nicht ganz auf deine eigene Art und Weise, aber nur die Ideen. Weil die Einwände von Prospects sind irgendwo bei allen dieselben. Du musst das halt nur in deine eigene Art und Weise verpacken. Das heißt, ich habe mir angeschaut, okay, wie machen das andere Leute? Habe mir dann aber auch Gedanken gemacht, okay, was kann ich wirklich hinzufügen? Ich bin gerade irgendwie von meinem also vom Faden irgendwie abgedriftet. Ich weiß gar nicht, was ich ursprünglich sagen wollte. Auf jeden Fall, aber wie gesagt, das ist genau der Punkt. Ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr reinschreiben, wo ich stehen geblieben bin, weil ich wollte einen Punkt ansprechen, bin auf einen Punkt, wollte ich rausgehen, bin dann komplett abgedriftet. Weil das war enorm wichtig. Was habe ich davor gesagt? Wenn es jemand noch aktiv hat, weil ich will das unbedingt aufwerfen, weil es enorm wichtig ist. Du hast gerade darüber geredet, dass man sich einfach andere Leute anschauen soll und einfach kopieren soll. Yes. Genau, wie wir umsetzen Face Stories. Danke, Joel, auf jeden Fall, genau, das war der Punkt. Genau, wie ich das umsetze. Das heißt, ich schaue mir erstmal an, was andere Leute machen. Das heißt, suche mir Ideen und versuche dann persönlich, also die ganzen Einwände, die ich runtergeschrieben habe, wie gesagt, den Leuten mitzugeben. Und dann kriegst du natürlich Reaktionen auf die Stories. Das heißt, Menschen antworten vielleicht oder Menschen reagieren. Was ich sehr viel mache, das habe ich Daniel auch damals gesagt gehabt, ich arbeite sehr viel mit beziehungsweise ich reiche Menschen die Hand. Bei mir ist es persönlich nicht so, dass jeden einzelnen Tag 50.000 Menschen auf mich zukommen, einfach nur, dass ich in die Kamera rede. Das ist für manche Menschen so. Ich weiß zum Beispiel bei einer Milea, wir kennen sie alle, die startet gefühlt 10 Persons am Tag, einfach nur, dass sie jeden Tag in die Kamera redet. So. Ich frage mich bis heute, wie das funktioniert. Ich habe mit ihr ein paar Mal gesprochen, aber ich habe den Sinn noch nicht ganz raus. Das Ding ist, ich persönlich suche mir so eine Zwischenversion. Also ich gebe Menschen sehr viel Input, was ich zum Beispiel auch mache. Ich mache sehr viele Umfragen. Das heißt, ich reiche Menschen die Hand, indem sie interagieren können. Weil Leute, Menschen suchen immer den Weg des geringsten Widerstandes. Okay? Hey, Menschen wollen ja nicht irgendwie den langen Text schreiben müssen, warum sie das Business starten wollen und gefühlt einen halben Roman schreiben. Menschen wollen klicken. Menschen sind, wir haben keine Aufmerksamkeitsspanne. Das heißt, ich persönlich baue Umfragen ein. Ich persönlich baue Sticker ein oder irgendwas, wo sie einfach draufklicken können und irgendwie Reaktionen oder irgendwie, dass ich es den Menschen leichter mache und mit diesen Menschen interagiere ich dann. Das heißt, ich persönlich habe Leute, die meine Story schauen. Also welche Leute ich anschreibe, sind Storyviewer zum Beispiel. Ich komme aktiv auf sie zu. Was ich bei Storyviewern mache, ich schreibe denen einfach ein Hey. Das heißt, wenn ich sehe, eine Person schaut schon länger meine Stories und reagiert vielleicht, ihr kennt das Ganze mit einer Flamme oder hat geliked oder was auch immer. Das heißt, die Menschen, die sich auf eurem Profil aufhalten, sind sowieso Menschen, die irgendwo Interesse haben. Ich meine, wenn du jeden einzelnen Tag über dein Business sprichst auf Instagram und eine Person ist seit Wochen auf deinem Instagram, niemand kann dir erzählen, dass die Person kein Interesse hat.
Das ist logisch, dass die Person irgendwo mehr wissen möchte. Vielleicht sich aber aktuell noch nicht traut. Leute, ich hatte es so oft gehabt, dass Menschen auf mich zugekommen sind und meinten, ey, ich habe schon so lange zugeschaut bei dir persönlich, ich habe so viele Reels gesehen, ich wurde so oft angeschrieben, aber dadurch, dass du so viel Einblick gegeben hast und so da bist und gezeigt hast, dass es voll normal ist, auch mal zu strugglen und so weiter und so fort, dachte ich, ich schreibe dir mal. Oder ich reagiere mal, wie auch immer. Menschen schauen euch zu und reagieren erst so viel später, als dass sie eigentlich in ihrem Kopf schon wissen, dass sie gerne mit euch sprechen wollen würden. Das heißt, reicht den Menschen die Hand, verkürzt den Weg. Ich persönlich, wenn ich sehe, eine Person schreibt meine Story, ich schreibe ihr ein Hey. Die Person antwortet zu 99,9% mit Hey zurück, weil die Person ist eh aktiv auf deinem Profil. Das heißt, die Person weiß, dass du da bist. Die Person antwortet dir, was mache ich? Ich mache eine kurze Audio. Sagt zur Person, ey, schau mal, ich habe gerade ein bisschen durch meine Stories geschaut. Ich habe gesehen, du schaust schon regelmäßig also das, was ich so poste. Scheint wohl ganz interessant zu sein. Wie sieht's aus? Hast du schon Informationen in dem Bereich oder ist es eher neu für dich? Entweder eine Person sagt, ja, ich habe schon Informationen oder es ist neu, komplett egal, was die Person sagt. Ach, okay, nice, du hast noch keine Informationen. Ja, safe, lass uns gerne vielleicht übersprechen. Ich denke, es könnte für dich eine echt coole Sache sein. Schreib mir gerne auf WhatsApp. Also ich persönlich habe meinen WhatsApp-Link in meiner Bio, das kann ich jedem Einzelnen empfehlen. Ich weiß, manche Leute sind da ein bisschen ganz kritisch mit WhatsApp so, aber mach das, es erleichtert dir so viel, weil wie gesagt, Weg des geringsten Widerstandes, okay? Menschen wollen nicht irgendwie eine Nummer eintippen und dann deinen Namen schreiben und dann vergessen, wie du heißt und dann zurück auf dein Insta gehen und dann hast du vielleicht einen komischen Insta-Namen so und dann. Es ist voll kompliziert, deswegen mach gerne einen WhatsApp-Link rein, dass die Leute das einfach machen können. Das heißt, reach out, also geh auf die Leute zu, die deine Story schauen. Geh auf die Leute zu, die dir folgen. Oftmals, wir arbeiten sehr viel mit Warmkontakten oder irgendwie mit komplett neuen Leuten, aber haben Leute vor uns, die uns folgen, mit denen wir noch nie gesprochen haben. Und Leute, die dir folgen, die wissen, also zu der Frage, wie ich den Link mache, google das Ganze. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich habe einfach einmal gegoogelt, WhatsApp-Link erstellen und habe das genauso gemacht. Also google das gerne, das ist extrem simpel. Wird dir alles komplett Step by Step gezeigt. Genau, auf jeden Fall die Story-Viewer, die ich anschreibe, also to reach out, also wirklich an die Leute rauszugehen. Was ich auch mache, jeden einzelnen Tag, das ist ein To-Do für mich persönlich, weil es bringt dir auch nichts, wenn du jeden einzelnen Tag Stories machst an die gleichen Leute. Irgendwann nach 5 Jahren gefühlt, wenn die gleichen Leute dir nicht antworten, okay, dann antworten sie halt nicht. Das heißt, du brauchst auch irgendwo neue Reichweite. Was ich mache, ich like und kommentiere und folge neuen Leuten jeden einzelnen Tag. Das heißt, indem ich Akquise mache oder wenn ich Akquise mache, weil ich mache auch trotzdem immer noch ganz normale Akquise, indem ich Leute anschreibe zu 100%. Ich like auch einfach Profile, wenn ich sehe, das Profil sieht gut aus. Ich like mal, ich lasse einen Kommentar da, ich folge der Person. Ich hatte schon die letzten paar Male wirklich gehabt, dass Leute mir dann einfach auf meine Story reagiert haben, weil wenn ich das Commitment habe, jeden einzelnen Tag Leuten vom Business zu erzählen, irgendwann, die werden sowieso auf deine Story gehen. Was machst du, wenn du auf ein neues Profil gehst? Du siehst die Story. Du schaust dir die Story an. Das heißt, wenn du jeden einzelnen Tag das Commitment hast, eine Story zu haben und likest und kommentierst bei neuen Leuten und nicht jetzt so ein Bild, sondern wirklich mehr, sehen die Leute, ach, okay, ja, also Menschen, oder beziehungsweise Nicole hat mir jetzt also ein paar Bilder geliked, so, wer ist denn das? Ich guck mal, ja, was macht die so? Ach ja, okay, nice, war da gewesen, okay, nice, eine Story, ich gehe mal drauf. Du redest erstmal, du hebst dich sowieso schon mal ab, weil gefühlt die wenigsten Leute da draußen in die Kamera reden, außer Influencer oder sowas, aber das ist nochmal was ganz anderes. Das heißt, sie sehen schon mal, okay, interessant und du catchst die Attention sofort. Das heißt, wie gesagt, also Story wir anschreiben bei Umfragen, wenn ich Umfragen mit einbaue, was ich da persönlich mache, ich schreibe die Person genauso an. Also ich frage mal erstmal, wenn ich zum Beispiel sehe, ich mache eine Umfrage, also ich mache es immer so, ich mache eine Face-Story, meistens so 4, 5 so Tabs oder Abschnitte, das heißt 4, 5 Minuten. Also ich halte es, ich will es nicht viel länger machen, aber ich halte es auch nicht ganz kurz. Also ich sehe schon, ich gebe schon den Input, den ich geben möchte. Und wie gesagt, die ganzen Einwände, wenn eine Person sagt, sie hat keine Zeit, wenn eine Person sagt, sie hat kein Geld, wenn eine Person sagt, sie kann nicht starten, weil sie ein Studium macht, wenn eine Person sagt, meine Eltern sagen nein oder was auch immer, das kannst du alles nutzen, um eine Story zu machen. Statt der Person aus dem Call zu erklären, mach eine Story und sag, ey, ich habe letztens ein Gespräch gehabt mit einem Mädel, mit einer Person, wie auch immer, die ja, meinte, dass sie das Business nicht starten kann, weil sie nicht genug Zeit hat, weil sie im Studium ist. Was ich dir nochmal mitgeben möchte und so weiter und so fort. Und du sagst, der machst du nicht nur der einen Person, die es gesagt hat, sondern der machst du, weil es wird auf so viel mehr Menschen zutreffen, dass sie diesen Excuse haben, dass sie wegen Zeit oder was auch immer nicht starten können, dass du es, wenn du es in der Story sagst, 100, 200, 500, wie viel auch immer Follower du hast und Story-Viewer du hast, an viel mehr Menschen gerät. Das heißt, ich persönlich mache das. Am Ende packe ich immer eine Umfrage rein. Das heißt, zum Beispiel heute habe ich, glaube ich, eine Story gemacht zum Thema, ja, dass wir in unserem Leben vorher noch nie Entscheidungen treffen mussten und deswegen Menschen auch ja, nicht wirklich die Power haben, Entscheidungen zu treffen, wenn es um mein Business geht, und da so ein bisschen Input gegeben und habe am Ende irgendwie so ein Boomerang gemacht und habe eine Umfrage reingemacht von wegen, ja, würdest du gerne die Verantwortung für dein Leben an eine andere Person abgeben und nicht selber entscheiden? Und dann war so, natürlich nicht oder irgendwie so, hat mich zum Nachdenken angeregt. Und die Leute, die darauf reagieren oder da interagieren, weißt du auch, die gucken täglich deine Stories, die sind aktiv, die kannst du genauso anschreiben. Ich persönlich gehe auf die Leute zu, sage dann so, ey, schau mal, ich habe gesehen, du hast auf meine Story abgestimmt, richtig? Ich frage erstmal nach, weil manchmal, ihr kennt das, wenn ihr diesen E-Button zum Beispiel habt, wo man einfach nur draufklicken kann und dann passiert nichts, also ihr klickt einfach drauf. Manchmal passiert es Leuten aus Versehen, ich hatte es schon ab und zu gehabt, ich so, ja,
so mit Business hat sie direkt darauf angesprochen, da kam so was aus Versehen. Also um das zu vermeiden, würde ich mal nachfragen, ey, hast du abgestimmt oder ich habe gesehen, du hast abgestimmt, richtig? Eine Person sagt dann zum Beispiel ja. Ich frage dann immer dazu, ey, ist es für dich soweit Neuland oder hast du schon Erfahrungen in dem Bereich? Weil meistens oder oftmals kann es sein, dass eine Person schon mal ein Business sich angeschaut hat, schon mal bei einer anderen Company war oder was auch immer. Das heißt, ich check das immer ab und dann pitche ich ganz normal auf die Nummer. Also eigentlich ganz normal, wie es gestern gesagt wurde mit Akquise und alles. Ich mache das wirklich eins zu eins genauso. Ich denke, die meisten von euch sollten wissen, wie man das macht. Oder ihr habt euer eigenes System, denke ich wahrscheinlich. Deswegen das dazu. Was ich auch oft mache, also es sind jetzt so ein paar Wege, die ich wirklich daily für mich nutze. Ich connecte mich einfach mit Leuten, nicht mit der Intention, sie anzuschreiben. Also nicht direkt mit hier, hey, und willst dir Business anschauen und so weiter und so fort. Ich connecte mich einfach mit Leuten. Ich reagiere auf eine Story von denen oder ich suche irgendeinen Aufhänger, irgendeine Gemeinsamkeit, irgendwas, was mich persönlich an der Person interessiert und baue ein Gespräch auf. Ist nicht so ultra lange, um sie dann zu prospekten, sondern ich habe es wirklich nur bezogen auf das Gespräch. Und was ich dann zum Beispiel mache, weil ich habe meine Highlights auch sehr stark aufgebaut mit den wichtigsten Fail-Stories, die ich gemacht habe, zum Beispiel zum Thema Resultate, zum Thema keine Zeit, kein Geld, diese Hauptexcuses, diese Hauptpunkte, die man hat, können auch sonst, also bei mir gerne gucken, was ich so drin habe. Ich habe die Hauptsachen wirklich, also in Highlights drin. Was ich auch oftmals mache, ich habe auch so ein What-I-Do-Highlight, wo ich so Q&As oder so Fragen beantworte. Ich sage dann so, ey, schau mal, wir sind gerade eh so schön im Gespräch, so ein bisschen echt sympathische Person. Magst du mal ein Feedback zu einer kleinen Sache geben? Natürlich sagt die Person ja. Leute wollen immer Feedback geben, Leute fühlen sich wichtig, wenn sie ihre Meinung geben dürfen und denken sie so, ja, klar, was soll ich denn machen? Und dann führe ich die Leute auf mein Highlight und sage so, schau dir das gerne durch und gib mir gerne Verbesserungsvorschläge. Leute, natürlich will ich jetzt nicht von einer Person hören, die jetzt keine Ahnung, also keinen Plan von dem Ganzen hat, dass mein Business irgendwie, dass das Business nicht funktioniert, weil wir wissen alle, dass es funktioniert. Das heißt, darum geht es mir gar nicht, dass eine Person ernsthaft mir ihre Meinung gibt. Aber ich persönlich möchte einfach meine Stories und die Info, die ich rausgebe, exposen an so viele Menschen, wie es geht. In jedem Follow-up, was ich habe, also als P6 Above machst du wirklich Follow-up selber oder auch wenn du mit deiner Upline im Follow-up bist, in jedem Follow-up, was man hat oder danach, gebe ich dem Prospect mein Insta durch. Das heißt, ich connecte den Menschen immer zu meinem Instagram. Das heißt, ich versuche Instagram als Hauptpool aufzubauen, wo jeden Tag Stories kommen, jeden Tag wirklich dieser Input kommt und auf der Straße, in einem Restaurant, in einem Follow-up, in einem Gespräch, was du über Social Media aufbaust, die Menschen, die deine Story schauen, die ganze Zeit wirklich auf diesen einen Hauptort zu bringen und da die Menschen zu öffnen und da den Menschen so viel es geht zu zeigen. Du kannst wirklich alles Mögliche, was du jemals in irgendwelchen Calls gemacht hast mit Prospects, kannst du auf Instagram machen. Du kannst einen Backoffice-Call auf Instagram machen. Du kannst die Empire-Zone-Seite ausschneiden und auf Instagram packen. Du kannst den Menschen einen Ausschnitt von den ganzen Paketen, die wir haben, Forex, TBX, DCX, alles, kannst du ausschneiden und auf Instagram packen, dein Gesicht in die Kamera machen und reden. Du kannst natürlich auch einen Text schreiben oder was auch immer. Das Ganze ist halt irgendwo nicht persönlich. Wenn du überlegst, wo würdest du eher starten bei einer Person, die ein Travel-Bild hat, noch so ausgeblendet mit so einem Dunkelfilter und dann so ein Text drauf, den man auch einfach screenshotten kann und eine andere Person sich in die Story packt oder wenn du redest, wenn deine Energy da ist. Das meinte Milena mal. Sie meinte, Menschen starten auf dem Prinzip kennen, mögen, vertrauen, verkaufen. Eine Person muss dich kennen, eine Person muss dich mögen, eine Person muss dich vertrauen und dann kann sie erst bei dir starten. Also verkaufen, aber nennen wir es jetzt mal starten. Kennen, mögen, vertrauen. Womit baut sich das auf? Face Stories. Eine Person lernt dich kennen, wie du redest, jeder hat deine eigene Art, der eine ist voll aufgedreht und schreit rum, der andere ist eher so, keine Ahnung, ihr hat deine eigene Art. Die Person lernt dich kennen. Eine Person bleibt auch nur auf deinem Profil, wenn sie dich mag, weil du willst ja nicht jeden Tag eine Person zuschauen, die du absolut nervig findest. Also spätestens da, wenn die Person dich nicht mag, wird sie schon abschalten. Das heißt, eine Person bleibt da, wenn sie dich mag. Sie lernt dir zu vertrauen, wenn du konstant bist. Und das ist ein Punkt, Leute, das ist so enorm wichtig. So viele Menschen, so viele Leute machen krasse Face-Stories, geben krassen Input, sind einfach nicht konstant. Leute, bei mir hat es, glaube ich, 2-3 Monate gedauert, an jedem einzelnen Tag diese Stories zu machen, bis überhaupt jemand darauf aufmerksam geworden ist, Leute. Ich habe auch viele Fehler gemacht am Anfang. Ich habe sehr viel nur über Mindset gesprochen, nur so dieses, wie verlasse ich meine Komfortzone und wie kann ich früher aufstehen und wie was auch immer. Das bringt den Menschen auch nichts. Das heißt, sprich klare Probleme an. Die ganzen Einwände, die du persönlich hast, was du auch machen kannst. Ich weiß nicht, ob ihr eine Network-Gruppe habt intern, also wahrscheinlich oder irgendwie in der Gruppe oder sowas intern, wo eher Networker drin sind. Ich denke mal schon, kannst du auch einfach mal reinschreiben oder ihr könnt es alle heute nach dem Call machen. Das ist das kennst du, wenn Daniel natürlich damit einbestanden ist, wenn ihr Bock drauf habt. Einfach mal eure meistgestelltesten Fragen von Prospects oder die meist, ja, also gebrachten Einwände in die Gruppe zu schicken. Dann habt ihr erstmal 100 Einwände, 100 Themen für Face Stories. Dann seid ihr so 100 Tage, seid ihr versorgt. Das heißt, wenn ihr einfach mal guckt, okay, was sind denn die Fragen? Zum Beispiel habe ich letztens voll auf die Frage bekommen, Nicole, wenn ich in einem Business starte, wie lange dauert es, bis ich Geld verdiene? Irgendwie in jedem Follow-up hat es eine Person gefragt. Ich war so, okay, keine Ahnung, habe es halt beantwortet. Irgendwann kam mir die Idee, wenn das so viele Leute fragen, die Leute in den First Calls,
wird das werden, wird nicht nur bei den Leuten so sein, das wird bei vielen anderen genauso sein. Das heißt, ich nutze alles Mögliche und das ist eine Wahrnehmung, das ist ein Fokus, den du brauchst, um Menschen diese Lücken zu schließen. Wenn du Menschen die Unsicherheit nimmst, indem du jeden einzelnen Tag da bist, indem du über Sorgen sprichst, die Menschen eh haben, weil Menschen haben Angst, abgezogen zu werden, Menschen haben Angst, was auch immer, wenn du darüber sprichst, komplett offen und nichts versteckst, weil wenn du was versteckst, dann wird eine Person dir sowieso nicht vertrauen. Das heißt, diese ganzen Punkte, wenn du einfach offen bist und das ist bei jeder Person unterschiedlich, jeder ist einzigartig, aber dieses relatable und offen zu sein, die Hand zu reichen, sich nicht so krass abzuheben und irgendwie, ich bin frei und du nicht, keine Ahnung, aber niemand scheiße, nein, sondern wirklich sich in die Lage der Menschen hineinzuversetzen, zu fragen, okay, wie fühlt sich die Person, warum startet die Person nicht bei mir, weil ich sage euch ehrlich, natürlich, wir kennen alle die Prospects, die einfach nicht starten wollen und die einfach Excuses haben, aber ich würde mich bei jedem Prospect fragen, warum ist die Person nicht bei mir gestartet? Weil vielleicht war die Person einfach zu voll, vielleicht war die Person irgendwie, hatte die keinen Bock auf ein Business, okay, aber in den meisten Fällen können wir was daraus ziehen. Es ist mir egal, ob ich dann schuld bin, ob die Person gestartet ist oder nicht, aber wenn ich eine Möglichkeit habe, daraus zu lernen, wenn ich eine Möglichkeit habe, indem ich mich hinterfrage bei einem Prospect, warum ist er nicht gestartet, wenn mich das zum Wachsen bringt, dann frage ich mich diese Frage, stelle ich mir diese Frage. Das heißt, ich frage mich auch, okay, warum ist er nicht gestartet? Okay, er hat mir am Anfang gesagt, er ist ein bisschen unsicher wegen, keine Ahnung, ob das Ganze für ihn funktioniert, also er hat nicht so ganz an sich geglaubt. Ich persönlich hätte ihm mehr Belief geben können, dass es für ihn funktioniert, indem ich eine Story mache. Wenn eine Person nicht startet und sagt, ja, ich muss doch noch ein bisschen warten, doch noch in 2 Monaten, weil ich habe jetzt gerade meine Abiturprüfungen. Ich habe der Person nicht genug Dringlichkeit und nicht genug Results gegeben, warum die Person jetzt starten sollte und nicht in 2 Monaten. Ich suche den Fehler bei mir. Ich suche den Punkt bei mir. Und wenn du dieses Mindset dir aneignest, okay, wie kann ich jeden einzelnen Tag präsent sein? Und das einfach nur durch Disziplin und Konstanz. Es wird irgendwann zur Gewohnheit, genauso wie Zähneputzen. Genauso ist es für mich mittlerweile, mein Handy in die Hand zu nehmen und einfach reinzureden. Nicht natürlich irgendwie reinzureden, sondern irgendwann baust du schon, was du sagen kannst und die Themen fallen dir auf. Ich schreibe mir das auch gerne mal auf, wenn ich irgendwas Cooles sehe. Ich hab eine Notiz, wo ich mir meine ganzen Dinge ansammle, also meine Themen und alles. Deswegen mach dir dann eine Liste, setz dich heute Abend hin, überleg dir, was sind die meistgestelltesten Fragen von meinen Prospects, was sind die meistgestelltesten oder meistgebrachtesten Einwände, tausche dich in euren Gruppen aus, mach dir dann eine Liste dazu, schau dir an, wie andere Menschen das machen, sei du selber und fang einfach an. Das ist das, womit ich das abrunden möchte, womit ich das Ganze, wie gesagt, also das zum Ende bringen möchte, fang einfach an. Weil zu viele Menschen schauen zu und zu viele Menschen denken sich so, ja, Face-Stories sind wichtig, weil XYZ. Aber wann machst du die Face-Stories? Wann bist du die Person, die Impact gibt? Wann bist du die Person, die andere Menschen leadet? Weil Menschen wollen ein Leader sein im Business. Menschen wollen ein großes Team haben im Business. Menschen wollen Anerkennung bekommen und sonst irgendwas. Wenn du es erstens nicht schaffst, dich selbst zu leaden mit Daily Actions, die du jeden Tag umsetzt, und zweitens es nicht schaffst, Menschen zu leaden, die noch nicht mal in deinem Team sind, von denen du noch nicht mal irgendwas hast, und zu geben, ohne zu erwarten, weil nicht jeder Prospect, der deine Story sieht, wird starten. Und nicht jede Story, die du machst, wird Anfragen bekommen. Und nicht jede Story, die du machst, ist effektiv. Aber wenn du es schaffst, dieses Mindset dir anzueignen, ohne Erwartung zu handeln und einfach Impact zu geben, vertrau mir, früher oder später wird es funktionieren. Es wird funktionieren, wenn du selbst bist und das jeden einzelnen Tag machst. Deswegen nutzt es für dich, tausche dich gerne untereinander aus. Wenn irgendjemand Fragen hat oder irgendwas ist, man kann so viel tiefer in jedes einzelne Thema reingehen. Deswegen, wenn irgendwas ist, schreib mir gerne persönlich oder Daniel oder wie auch immer, dass wir das Ganze abklären können. Aber ich will wirklich nicht länger ziehen, weil wir haben noch einen weiteren sehr, sehr wichtigen Part, dass natürlich auch die Speakerin genug Zeit hat und auch ihren Mehrwert droppen kann. Weil Leute, ich kann euch sagen, der Part von Lara wird enorm krass. Ich habe gestern ganz kurz mit ihr gecallt. Ich kenne sie auch natürlich persönlich und diese Frau ist absolut heftig, okay? Ich will das Edifying jetzt nicht vorwegnehmen. Ich weiß, Daniel sagt uns mal ein paar Worte zu ihr. Aber Leute, das hat mich extrem gefreut, hier auf diesem Call zu sein. Wie gesagt, wenn jemand Fragen hat, meldet euch super gerne. Lasst uns nochmal die Ohren spitzen, weil Lara jetzt persönlich das Ganze mitnehmen, wirklich umsetzen, auch nach dem Call. Nicht wirklich lange darauf warten. Deswegen würde ich sagen, Daniel, ich gebe es zurück an dich. Danke für die Möglichkeit. Und jetzt habe ich ganz viel Spaß mit Go. Alright. Ich danke dir, Nicole. Leute, lasst uns nochmal Welle machen. Ihr habt Nicoles Instagram. Ihr könnt euch gerne bei ihr melden, solltet ihr Fragen haben. Und Leute, das Wichtigste ist jetzt, dass wir definitiv in die Umsetzung kommen, okay? So, das waren so viele Punkte, das waren so viel Mehrwert, was wir implementieren können in unserem Alltag. Und das Wichtigste ist da wirklich einfach Konstanz. Ich weiß, wie es ist. Manchmal, man muss seine Komfortzone verlassen, wenn es darum geht, in die Kamera zu speaken. Aber beginnt einfach, macht es einfach, trust me, okay? Leute, juckt nicht so sehr, was du sagst, wie du gewisse Dinge sagst und so. Ja, wir haben immer diesen Spotlight-Effekt, dass wir denken, Leute reden über uns und unsere Story wird weitergeleitet und Leute lachen uns aus, wie auch immer. Aber es ist im Endeffekt immer noch nur ein Spotlight-Effekt, okay? Deswegen, das war ein sehr, sehr stronger Part. Ich danke dir auf jeden Fall nochmal, Nicole, für deine Worte und für deine Value. Es war wirklich, wirklich notwendig für den einen oder für den anderen. Und ansonsten würde ich sagen, wir machen direkt weiter mit der lieben Lara. Und wir haben echt so wenig Zeit. Und Leute,
Ich kann euch eine Sache sagen. Lara ist eine Frau, die so krass rauscht sich von ihrer Präsenz auf Social Media. Ja, sie ist keine Amateurin, sondern eine Professionelle. Sie weiß, was sie macht. Sie weiß, wie man dieses Game für sich meistert. Und sie hat keine Probleme, wenn es darum geht, Personals zu starten. Ganz im Gegenteil, ihr Kalender ist voll. Okay, ich habe letztens mit ihr gequatscht. Eine der coachabelsten Leaderinnen, die ich kenne, sie ist auf einem guten Weg zum P5K. Und meiner Meinung nach, wenn es so weitergeht, wird sie die erste Chain-Lady sein in der gesamten Organisation von Team Alpha, okay? Und das hat bis jetzt noch keine Frau geschafft. Also Lara ist definitiv hier, um Rekorde zu brechen. Und das Krasse an der ganzen Sache ist, weil ich habe mit ihr gequatscht und sie hat mir gesagt, dass sie täglich 2 bis 3 Stunden am Tag in Social Media reinsteckt. Gibt euch das, 2 bis 3 Stunden am Tag. Ihr werdet sehen, was sie genau macht in diesen 2, 3 Stunden und wie du das für dich implementieren kannst. Aber ich kann euch eine Sache garantieren. Wenn ihr das macht, was sie macht, werdet ihr die Resultate bekommen, die Lara hat. Und sie hat überhaupt keine Schwäche, wenn es darum geht, ihr Business zum Wachsen zu bringen. Sie hat einen Haufen Leader Personal eingeschrieben in ihrem Business. Sie wird gleich darüber reden. Sie hat das gemeistert, was es betrifft, TikTok für sich zu nutzen, Reels für sich zu nutzen, Leute wirklich zu sich zu bringen. Sie hat tägliche Anfragen, wo Leute sich bei Lara melden und fragen: Lara, ich möchte wissen, was du beruflich machst. Täglich. Mehrere Leute, okay, Fam? Deswegen lass uns, wie gesagt, wie Nicole hat schon gesagt, unsere Ohren spitz halten. Eine Frau, die definitiv in Massive Action ist, safe über 15 Stunden in Work Ethic hat am Tag. Okay, ich weiß nicht mal, ob du immer noch in Portugal bist. Ich weiß, dass du vor kurzem noch in Lissabon warst, um weiterhin zu launchen. Das heißt, diese Frau ist auch in Motion, okay? Und ich habe Summit mal etwas über Lara gefragt und er meinte: Daniel, Lara ist unglaublich. Ich kenne niemanden, der mehr Calls hat als sie. Summit, Chairman 25, Gründer von Team Alpha, hat gesagt: Ich kenne niemanden, der mehr Calls hat als Lara. Und wisst ihr, was das Krasse an der ganzen Geschichte ist? Lara ist erst seit einem Jahr in diesem Business. Seit einem Jahr. Und sie steht da, wo sie steht. Deswegen lass uns wirklich ready machen. Lass uns aufnahmefähig sein für die Worte, die Lara gleich droppen wird. Deswegen, Lara, du kannst dich definitiv selber entstummen. The stage is yours und let's go. Safe, alright. Erstmal Dankeschön für die lieben Worte. Hört man mich soweit gut? Ich hoffe, es passt alles. Bin Hört sich sehr tatsächlich nicht gut. mehr. Okay, safe. Ich bin tatsächlich nicht mehr in Lissabon, jetzt in Istanbul. Aber das Internet sollte auf jeden Fall auch passen. Und Leute, ich würde auf jeden Fall sagen, ich habe ein paar Punkte vorbereitet. Ich werde jetzt ein bisschen auf Speed durchgehen, dass ich den Call nicht zu krass in die Länge ziehe. Genau. Ansonsten habe ich mir wirklich Gedanken gemacht, was ich euch wirklich so mitgeben kann, gerade bezüglich PRSV, gerade bezüglich Attraction Marketing, TikTok und solchen Dingen. Na, weil ich denke, diese, ich sage es einfach mal, Standardpunkte für Social Media, die kennt man irgendwo. Man hat sich viele Social Media Calls schon angehört, man hat viele Skripte, denke ich auch. Deswegen, ich versuche heute wirklich nur auf das einzugehen, wo ich euch sagen kann: Hey, das hat mich persönlich extrem krass vorangebracht. Das hat mir persönlich in dem Business nochmal geholfen, vor allem rauszustechen. Weil Social Media ist eine Sache, Daniel hat es gerade schon so ein bisschen angesprochen, Leute. Worüber ich mir am meisten Gedanken gemacht habe, ist wirklich, wie kann ich auf Social Media rausstechen? Weil das Problem ist, ihr seht es irgendwo gerade bei IM. Mir persönlich kommt es so vor, viele machen dasselbe. Na, man sieht so eine Story, die klappt bei jemandem gut, ein TikTok, das klappt bei jemandem gut und eine postet es, die hat viel Erfolg damit und auf einmal sieht die das bei 50 anderen Menschen gefühlt, bei jeder Struktur aus IM und jeder dupliziert das so ein bisschen. Das heißt, was irgendwo wichtig ist, ist, dass ihr vor allem versteht, Social Media baut sich irgendwo auf. Gerade auch mein Social Media ist jetzt inzwischen, das ist ein Aufbau von mehr als 12 Monaten. Das heißt, wir müssen irgendwo verstehen, dass, wie Nicole es auch gerade schon gesagt hat, es ist alles ein Prozess. Aber wichtig ist, wenn du dein Social Media gerade vor allem neu aufbaust, dein TikTok, egal was, fang wirklich an, dran zu denken, dass du es auf deine eigene Art und Weise machst. Ich finde, Nicole hat sogar einen guten Punkt genannt, und zwar hat sie angesprochen, dass sie sich damals die Inspo von jemandem gesucht hat. Und das ist auch das, was ich Daniel gesagt habe. Und zwar, Leute, ich versuche mir die Inspo einfach nicht nur bei Leuten von IM zu suchen, die mit Social Media erfolgreich sind, sondern allgemein von Tradern, von Networkern. Überleg dir einfach mal selber, in welche Richtung willst du gehen. Weil oftmals kommt es mir so vor, dass wir gewisse Dinge einfach nur posten oder nur machen, weil es andere machen, weil es andere damit Erfolg haben. Aber schau wirklich, dass du dir selber überlegst, was willst du denn mit Social Media erreichen? Was willst du denn attracten? Mein Ziel war es zum Beispiel, mich überall zu connecten. Und was ist passiert? Dadurch ist das Team in Portugal entstanden. Das heißt, ihr müsst irgendwo verstehen, dass gerade vor allem Attraction Marketing, Leute, nicht nur dafür da ist, dass ihr Personal startet, das definitiv, aber ihr könnt damit auch gleichzeitig eine riesige Connection aufbauen auf der gesamten Welt. Ich habe inzwischen, glaube ich, Teampartner in Portugal, in Schweden, keine Ahnung wo. Und das ist alles nur durch Attraction Marketing gekommen.
Leute, genau diese internationalen Teams bei mir haben mich damals angeschrieben. Das heißt, es ist wichtig, dass ihr euch auch darauf fokussiert, was willst du denn mit Social Media genau erreichen? Willst du einfach nur präsent sein und dein Leben zeigen? Willst du, keine Ahnung, diesen Travel-Lifestyle verkörpern? Willst du vor allem Connections aufbauen? Ist es dein Ziel wirklich gezielt, einfach nur Personals zu starten, Leute zu attracten? Oder ist dein Ziel alles? Weil wenn es alles davon ist, dann kannst du es nicht auf diese Standardart und Weise machen. Da musst du irgendwo dein eigenes Ding einfach reinbringen. Das heißt, Daniel hat es gerade schon angesprochen, Leute, ich bin euch wirklich ehrlich, alles, was ich euch gleich sage, was ich mache, erfordert viel Zeit. Ich bin euch wirklich ehrlich, teilweise 2-3 Stunden am Tag gehen in Social Media rein, weil allein meine Daily To-Dos Minimum ein Reel am Tag ist und ich mache inzwischen so ein bisschen andere Reels, wo ich rede, 3 TikToks am Tag, eine Zeit lang waren es 3 Reels am Tag, gerade strukturiere ich ein bisschen um, 7 bis 8, 9, 10 Stories und das sind einfach Dinge, ihr kennt es manchmal selber, wenn man morgens mal, keine Ahnung, später aufsteht, dann habt ihr noch To-Dos, dann dies und das. Leute, es haut nicht hin, wenn ihr das auch spontan macht. Social Media ist echt eine Sache, die ihr vorproduzieren müsst. Deswegen, was ganz wichtig ist, egal an welchem Punkt ihr jetzt gerade steht, schreibt euch bitte dick und fett auf, Social Media ist reine Vorproduktion. Definitiv. Egal, was ihr erzählt, ob ihr mehr erzählt, wieso, ob ihr mehr impacten wollt, was auch immer euer Ziel ist, es ist definitiv Vorproduktion. Und der Punkt ist, wir hören es immer im Network Marketing, die Leute wollen uns kennenlernen, dadurch mögen sie uns und dadurch vertrauen sie uns. Aber frag dich mal selber wirklich, gerade das Thema auch mit den Face-Stories, wie präsent du bist. Weil das Problem ist, wenn du nicht präsent bist, kennen dich die Leute erst gar nicht. Dazu kommt es erst gar nicht zu dem Punkt, dass sie dich mögen. Und zum Vertrauen schon 5-mal nicht. Und deswegen starten sie im Endeffekt auch nicht dein Business. Weil wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Ich habe letztens einen guten Punkt gehört. Wie oft sagen wir in irgendwelchen Closings, ja, irgendwann startest du das Business eh, glaub mir, weil irgendwann startest du es eh, die Digitalisierung geht voran und dies und das. Aber frag dich mal, starten die Leute irgendwann das Business oder starten sie dein Business irgendwann? Und das ist der Punkt. Weil oftmals denken wir, okay, irgendwann starten die bestimmt, ja, irgendwann starten die bestimmt. Aber Leute, wenn wir diesen Pitch nicht geben, starten sie nicht irgendwann. Weil überleg dir mal selber, versetz dich mal in die Lage von einem Prospect. Er folgt dir und er folgt noch einer anderen Person. So. Du bist gerade so aktiv, wie du auf Social Media halt bist und die andere Person postet jeden Tag Face-Stories, redet jeden Tag über irgendeinen Einwand, TikTok, Reels, alles. Ist so wirklich 24/7 präsent. Egal, ob dieser Prospect mit dir schon eine Präsi hatte, sei dir mal ehrlich, glaubst du nicht, er geht automatisch zu der Person, die präsenter ist. Automatisch. Da kann deine Präsi und dein Closing noch so gut gewesen sein. Die Person geht automatisch zu der präsenteren Person. Ist normal, weil sie es gefühlt hat, sie kennt sie besser. Weil deine Business-Skills werden ja nicht nach menschlichen Skills beurteilt. Das heißt, wenn sie bei der anderen Person dieses Feeling hat, hey, die kenne ich besser, weil sie ist präsenter und hey, eigentlich mag ich sie voll, ihre Face-Stories sind sympathisch und eigentlich sieht die auch vertrauenswürdig aus. Leute, sie geht 100% zu der anderen Person. Und das ist das Problem. Deswegen frag dich mal, die Leute kriegen überall Pitches auf dem Business. Ja, auf ganz TikTok, ich glaube, alles ist full. Aber frag dich mal, wie gut pitchst du? Pitchst du mit, keine Ahnung, ich poste ein Bild die Woche und ja, mach ich mal auch eine Story. Leute, das ist nicht genug so. For real. Da muss einfach echt sehr, sehr viel kommen. Und ich habe damals auch immer eine Sache gehört und die finde ich so gut. Frag dich einfach mal immer selber, kennst du irgendeinen Unternehmer da draußen, der sau erfolgreich ist und der nicht präsent ist? Ich kenne keinen. Und das ist das Problem. Wir müssen wirklich an dieser Präsenz arbeiten. Und ich glaube, so viele fangen mit Social Media gar nicht an. Und auf den Punkt will ich jetzt auch mal eingehen, weil sie sich zu viel vorher überlegen, was ist gut und was ist schlecht. Ich glaube, so viele haben prinzipiell gar kein Problem damit, ein Bild zu posten, ein Reel zu posten, ein TikTok zu posten, eine Face-Story. Aber bevor sie es posten, fragen sie sich erstmal, okay, ist es gut oder ist es schlecht? Aber Leute, der Punkt ist, wer gibt es denn vor? Also wer sagt euch denn, was gut oder was schlecht ist? Glaubt mir, ihr werdet kein P1, P2, P5 da draußen erleben, der euch sagen wird, hey, bei meiner ersten Face-Story, ich dachte mir, hammergeil. Niemals. Leute, als ich meine erste Face-Story gemacht habe, ich fand's schrecklich. Ich fand's for real schrecklich. Ich habe mein Handy damals auf diesen Nachtmodus gemacht, ist weggelegt und ich dachte mir, ciao. Schrecklich. Aber wisst ihr, wieso ich es gepostet habe? Weil ich wusste, hey, Social Media ist aktuell noch eine Komfortzone für mich. Und ich höre jeden Team-Call, geh aus deiner Komfortzone raus. Ja, wenn ich das jetzt nicht mache, wo gehe ich denn sonst aus meiner Komfortzone raus? Wenn ich gerade weiß, ey, das ist für mich eine Komfortzone, ist doch das das Beste, woran du arbeiten kannst. Aber Leute, Face-Stories, all die Dinge, Reels, TikToks, das wird nicht von heute auf morgen super. Habt ihr schon mal irgendwen gesehen, der wirklich, nehmt euch mal einen Sherman.
Leute, ein German, sein Instagram sah nicht als unranked aus wie jetzt als German. Und es liegt einfach daran, dass es bei Social Media wie in eurem Business ist, ihr werdet professioneller von Step zu Step zu Step. Und das ist der Punkt. Deswegen versteift euch nicht zu krass darauf, hey, Social Media, das muss jetzt Bombe aussehen und voll professionell. Jeder startet bei Null. Trust me, wenn ihr meine Face-Stories vor einem Jahr gesehen hättet, meine TikToks, Leute, das war nicht professionell. Meine Reels, das war nicht gut. Aber ich könnte es jetzt niemals so und vor allem auch so schnell, hätte ich es nicht geübt. Der Grund, wieso ich auch teilweise nur 2 Stunden am Tag für Social Media aufwende und so viel in dieser Zeit schaffe, ist, weil ich früher noch mehr Zeit gebraucht habe. Aber ich habe es geübt, geübt und geübt. Deswegen versteift euch bitte nicht so krass drauf, was ist jetzt gut, was ist jetzt schlecht. Leute, diese Grenze, die setzt euch keiner. Die gibt es nicht. Und das ist genau das Problem, die gibt es nur in eurem Kopf. Das ist genau dieses Problem. Dieses, hey, ist das gut, ist das schlecht, ist nur in deinem Kopf. Kein Mensch da draußen schaut sich das an und würde sich hinsetzen und sagen, bewerten wir das jetzt mal von einer Skala von 1 bis 10, wie gut ist es oder wie schlecht ist es? Kein Mensch. Aber glaubt ihr nicht mal auch, für ein Prospect ist es realer, wenn ihr euch mal während der Face-Story versprecht? Glaubt ihr nicht, es kommt realer, wie wenn es immer so diese super perfekten, clean Stories sind, jede Farbe passt und jedes andere Ding passt? Leute, für die ist das auch real. Wenn ihr euch mal versprecht. Ich mache so oft irgendwelche Memos an Prospects, wo man im Hintergrund, keine Ahnung, mal, weiß nicht, einen Teekocher oder so hört oder ich, keine Ahnung, mal huste, aber ich weiß, dass es real ist. Weil wenn es perfekt ist, Leute, wir sind irgendwo Networker, wir sind ja keine Anwälte, die im Anzug auf Social Media sitzen, so da sitzen und es alles perfekt ist. Seid real zu den Leuten. Weil wir sagen ja auch immer, die Leute sollen euch kennen und die sollen euch mögen. Aber das machen sie auch abhängig davon, wie seid ihr als Mensch. Deshalb, wenn deine Face-Story oder so nicht so perfekt ist, dann ist es gut. Dein TikTok genauso. Wenn du es nicht so super findest, dann ist es gut. Es ist real. Genau so. Und das ist der Punkt. Aber das Wichtige ist, Leute, macht euch für Social Media am besten, was ich euch gerade am Anfang als Tipp mitgeben kann, macht euch wie so einen Sheet für 30 Tage. Überlegt euch immer 30 Tage lang, was wollt ihr posten. Weil am Anfang, ich kenne es von mir selber, man sucht sich Inspiration, aber es ist so schwierig. Okay, was mache ich jetzt? Und keine Ahnung, macht euch einen Plan für 30 Tage. So, und ich will die letzte Zeit kurz nutzen, um gezielt auf TikTok einzugehen, weil darüber soll ich auch im Endeffekt reden. Guys, wirklich TikTok am Anfang, trust me, Quantität vor Qualität. Heißt nicht, dass es keine Qualität geben soll, nicht falsch verstehen, aber am Anfang definitiv Quantität vor Qualität. Und Leute, es gibt keine Plattform, wo so viel Hate kommt wie auf TikTok. Ich bin euch wirklich ehrlich, TikTok ist, glaube ich, die krasseste Hate-Plattform, die ich kenne. Aber wisst ihr, was gut ist? Hate pusht den Algorithmus. Nutze Hate für dich. Größter Fehler, bitte, wenn ihr Hate-Kommentare auf TikTok bekommt, löscht die nicht, egal was da für ein Bullshit steht. Löscht die niemals, weil Hate-Kommentare pushen komplett euren Algorithmus. Wenn da irgendwie steht, ah, voll der Bullshit, löscht das nicht. Glaub mir, löscht es nicht. Es ist sehr, sehr gut für dich. Deswegen, aber überlegt euch mal wirklich, ich habe damals auch einen Punkt gehört, gerade auf TikTok, so alles, was du ausstrahlst, ziehst du auch an. Das heißt, sei einfach du selber und wenn du selber auch ein Mensch irgendwo bist, wo sich, keine Ahnung, ready macht für TikTok, wo einfach mal ein cooles TikTok macht, während er unterwegs ist oder am Reisen ist. Leute, alles, was ihr ausstrahlt, zieht ihr auch an. Das heißt, keine Ahnung, bist du auf deiner TikTok wie eine Zahl 4? Ich sage einfach mal wie eine Zahl 4, okay, bist du traurig, bist du voll low, keine Ahnung, hebst einfach nur die Kamera so, man merkt, da ist gar keine Energy, kein gar nichts. Leute, dann werdet ihr auch nur 4 anziehen. Aber fühlst du dich wie so eine 9, wie so eine 10 und denkst dir, ey, ich habe jetzt Bock, ich mache was für Social Media, ich mache einen TikTok, dann attractet ihr diese 10 auch. Das heißt, das meine ich damit gar nicht, dass es, wie gesagt, so professionell aussehen muss, sondern glaubt mir, die Leute schauen euch einfach nur ins Gesicht. Wie gehypt seid ihr? Wie viel Energy herrscht da? Wie viel Excitement? So, und das ist der Punkt. Deswegen fragt euch einfach immer so simpel, was hätte euch denn damals angezogen? Ist die simpelste Frage. Trust me, ihr braucht für Social Media gar nicht mehr. Frag dich einfach nur, was hätte mich denn damals angezogen, Business zu starten? Leute, ich kann euch sagen, mich hat damals keine Mathematik von, hey, in einer Stunde wird der Umsatz generiert, dann 5 Tage ist das und in einer Woche dies. Ich wäre schon komplett mit dem Kopf woanders gewesen. Deswegen fragt euch einfach mal immer, was hätte euch selber angezogen? Ist es zum Beispiel dieser Travel-Lifestyle? Einfach zu sagen, ey, dadurch, dass ich mich in den Bereich Unternehmertum begeben habe, keine Ahnung, habe ich jetzt irgendwo diesen Freiheitslifestyle. Solche Dinge. Aber frag dich einfach so simpel, was hätte mich damals angezogen? Weil ich kriege so oft die Frage, hey Lara, woher weiß ich, was ich auf Social Media posten soll? Was soll ich machen? Frag dich doch einfach nur, was hätte denn dich damals angezogen? Und in dem Fall, bitte korrigier unbedingt deine Glaubenssätze, dass es nicht funktioniert. So viele posten irgendwelche Dinge nicht, machen dies nicht, weil sie denken, es funktioniert nicht. Genauso wie so ein Mythos, das, glaube ich,
voll viele denken, keine Akquise oder so funktioniert, auch das funktioniert. Deswegen glaub mir, korrigier, was TikTok, was allgemein Social Media angeht, unbedingt deine Glaubenssätze, dass irgendwas nicht funktioniert. Wenn es dich damals angezogen hätte, dann wird es bei deinen Prospects zu 100% funktionieren. Und für alle, die hier Hate abkriegen auf TikTok oder auf, keine Ahnung, irgendwelchen anderen Plattformen, Hate ist komplett die Bestätigung, dass du auf dem richtigen Weg bist. Trust me, Leute, ich habe so viel Hate in diesem einen Jahr abbekommen. Ich kann es euch gar nicht abzählen, wie viele Kommentare da irgendwie auf meinem TikTok sind, wo irgendein Hate kommt. Hate ist eine Bestätigung, dass du auf dem richtigen Weg bist. Deswegen sei auch nicht emotional beim Prospekten. Denk dir nicht, hey, da schreibt irgendein Prospekt, keine Ahnung, ich habe Angst und dein TikTok ist ja auch irgendwie voll komisch und lösch das. Sei nicht emotional beim Prospekten, das ist so wichtig, weil du kennst die Gründe von deinen Prospects nicht. Ich hatte gestern ein Mädchen, die wurde von irgendwie 3, 4, 5, ich will jetzt nicht sagen Scam-Firmen angeschrieben, aber irgendwie kennt die keiner und die gibt es auch irgendwie nicht so richtig und war deswegen gegenüber IM mega skeptisch und hat auch gesagt, hey, hat mich voll verunsichert, dass das und das war. Aber Leute, ich habe sie einfach aufgeklärt. Aber wenn ihr zu emotional seid bei all dem, wie ihr prospectet, auf TikTok, auf all den Dingen, dann merkt ihr, was bei rumkommt. Im Endeffekt gar nichts. Überleg dir mal, wenn du zu lange über eine Sache nachdenkst, machst du sie im Endeffekt oder bleibst du eigentlich stecken in diesem Denken? Du bleibst immer stecken in diesem Denken. Deswegen ist es so wichtig, dass ihr versteht, auf Social Media oder so ist kein Platz für Emotionalität. Postet einfach, macht einfach, wie gesagt, vor allem anfangs irgendwo Quantität vor Qualität, gerade was TikTok angeht, aber that's it. Versteht nur bitte auch eine Sache, die ich ganz klar sagen will. TikTok ist kein Ersatz fürs Prospekten. Das ist wirklich ganz wichtig zu verstehen, Leute. Macht diese Dinge alle. Weil der Grund ist, wieso ich irgendwo viele Personals immer gestartet habe, war nicht nur TikTok, es war ein Mix aus TikTok, Instagram und Akquise. Weil überlegt euch mal, das ist wie so ein Kreislauf, der immer läuft. Überlegt euch mal, ihr seid die ganze Zeit aktiv auf TikTok, auf Instagram und ihr macht Akquise. Es ist wie so ein riesen Kreislauf, der die ganze Zeit läuft und läuft und läuft und läuft. Weil von TikTok kommen ein paar, von Instagram kommen ein paar, von Akquise antworten ein paar. Das heißt so wie ein kompletter Kreislauf. Und das ist wichtig zu verstehen. Deshalb, was ich euch wirklich auch noch mitgeben kann, ist wichtig für alle, die es noch nicht haben, ladet euch unbedingt im App Store WhatsApp Business runter. Ganz easy, ihr geht in WhatsApp Business auf die Einstellungen und da ist irgendwo, glaube ich, Link und da könnt ihr einfach auf Link kopieren drücken. Also glaubt mir, Leute, wirklich sehr, sehr simpel. Das findet 100% jeder von euch und haut diesen Link überall rein. Auf TikTok, auf Instagram, überall. Haut diesen Link, trust me, überall rein. Beschäftigt euch auch gerne mal ein bisschen mit WhatsApp Business. Da könnt ihr zum Beispiel auch einrichten. Begrüßungsnachricht heißt es, dass wenn euch Prospects zum Beispiel schreiben, dass ihr direkt steht, bei mir steht, glaube ich, irgendwie, hey Lara, kannst du mir ein paar Informationen geben, was du da machst? Sowas zum Beispiel. Glaubt mir, Leute, WhatsApp Business ist echt sehr gut. Ihr könnt euch auch Sachen labeln. Das heißt, da könnt ihr zum Beispiel ein Label für Prospects erstellen. Könnt da reingehen, habt dann alle. Es ist mega übersichtlich. Aber ein Fakt ist einfach, Leute, ihr müsst verstehen, dass Instagram die Visitenkarte des 21. Jahrhunderts ist. Instagram verknüpft sich mit TikTok. TikTok wiederum verknüpft sich mit deinem Instagram. Das alles ist mit deinem WhatsApp verbunden. Und sobald es auf WhatsApp geht, seid ihr sowieso ready. Aber macht es euch sehr, sehr simpel, Leute, gerade was Social Media angeht. Arbeitet gerne mit so, wie gesagt, vorgefertigten Nachrichten, dass wenn euch Leute, sei es auf Instagram oder auf WhatsApp schreiben, dass da direkt so ein Teil zum Auswählen kommt, hey, kannst du mir ein paar Informationen geben? Das ist sehr, sehr wichtig. Aber glaubt mir, Leute, ich kriege so oft die Frage, inwiefern kann ich Social Media nutzen, um Leute zu mir zu ziehen? Und was ich euch wirklich sagen kann, ihr müsst irgendwo alles machen. Instagram, TikTok, nutzt die Dinge, die ihr habt, wie vorgefertigte Antworten, nutzt die Dinge, die ihr habt, wie, dass ihr euren Link da rein tun könnt und for real, seid einfach ihr selber. Es gibt keinen Key dafür, was genau sagt man, sei einfach mal du selber. Was Nicole vorhin angesprochen hat, versetzt dich einfach mal in dieses alte Denken vor IM zurück. Was hat dich skeptisch gemacht? Was hat dich abgehalten? Und genau darauf gehst du ein. Und ansonsten ist for real der einzige Key, sei einfach konstant in den Dingen und produziere sie vor. Wie gesagt, Vorproduktion, sau wichtig. Und Leute, ich weiß, dieses Wort hören wir auf jedem Call konstant. Aber Leute, wir müssen es so oft hören, weil wenn wir auch mal ehrlich sind, die wenigsten sind konstant in den Dingen, die sie tagtäglich fürs Business tun. Und ich kann dir eine Sache auch ganz ehrlich sagen, da bin ich real, Social Media wird bei dir nicht klappen, wenn du nicht konstant bist. Du kannst nicht erwarten, da ein paar TikToks hochzuladen, einmal die Woche und dann mal halt eine Akquise zu machen, ja, alle 2, 3 Tage. Es ist zu unkonstant. Wenn du wirklich mit Social Media, wenn du wirklich mit Attraction Marketing richtig was erreichen willst, wirklich dein Business changen willst, wirklich verändern willst, dann musst du 100%ige Konstanz reinbringen.
Es muss drin sein, dass es ein Tages-To-Do von dir ist, wie gesagt, wie bei mir, teilweise um vielleicht mal 1-2 Stunden nur für Social Media draufgehen zu lassen. Aber Leute, im Endeffekt, gerade wenn ihr im Network Marketing vorankommen wollt, überlegt euch mal, wie krass Social Media euch branden kann. Es ist geisteskrank. So, deswegen versteht echt, Konstanz ist so wichtig. Und wie ihr aus der Masse beispielsweise rausstecht, auch da ist die Antwort so simpel, sei einfach du selber. Sei einfach nur du selber. Weil das ist ja das Gute, jeder von uns ist special. Aber versucht euch nicht zu verstellen, weil ich glaube, manche versuchen dadurch, dass sie so krass sehen, bei anderen funktioniert das TikTok, bei anderen funktioniert das Reel und die Face-Story, dass sie nur kopieren. Seid nicht die Leute, die nur kopieren. Holt euch Inspiration, ja, aber verwechselt das nicht mit nur Copy-Paste irgendwo von anderen. Sei du selber und versuch wirklich, indem du einfach nur du selbst bist, mit deiner Persönlichkeit aus der Masse rauszustechen. Weil Leute, meiner Meinung nach kann es 100% jeder Einzelne von euch schaffen. 100%. Weil Social Media kann für jeden funktionieren. Und du musst irgendwo nur diese Dinge einhalten, irgendwo nur die Dinge beachten und kannst dich damit im Endeffekt komplett weiterentwickeln. Aber das ist wirklich wichtig. Deswegen glaubt mir, Leute, ich habe mit so vielen Persönlichkeiten gesprochen, die irgendwie wie eine Milea so viel Personal starten und Leute auch ihr Key war. Lara, ich bin einfach nur ich selber. Und ich dachte mir so, okay, ich habe es mir gemerkt, ich bin jetzt auch einfach mal ich selber auf Social Media, ich mache einfach mehr, ich mache es mehr konstant, ich produziere mehr vor, ich mache jeden Tag 1% mehr, ich werde jeden Tag 1% besser, ich mache jeden Tag ein Level up und dadurch kommt es. Aber trust me, Leute, das ist ja das Gute, Social Media hat keinen geheimen Key, den ihr erst aufkriegen müsst und dadurch wird es für euch funktionieren. Social Media funktioniert ab dem Zeitpunkt, wo ihr funktioniert. Ihr hört es doch immer wieder, funktionierst du für das Business oder funktioniert dein Business irgendwo gerade für dich? Und das ist der Punkt. Du musst für Social Media anfangen, jetzt zu funktionieren, indem du die Dinge vorproduzierst, indem du die Dinge vorplanst, indem du die Dinge auf konstanter Basis einhältst und over again jeden Tag machst. Aber das ist im Endeffekt alles, was wir müssen. Sei einfach du selber, bring diese Dinge gut voran, hol dir einfach irgendwo Inspiration von anderen und trust me, Leute, Social Media ist eigentlich so einfach. Wir haben es for real so einfach, wir haben so eine riesige Waffe, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Manchmal sind 800.000 Denkblasen um uns rum. Was kann ich machen? Dies, das, das. Hör einfach auf zu denken, poste einfach, das ist mein Key von meiner Seite aus. Versuch deinen Kopf auszuschalten, denk nicht eine Sekunde drüber nach, was will ich posten, dies, das, mach es einfach. Poste einfach radikal, mach es einfach und trust me, du wirst sehen, dass so wir haben kein Informationsproblem, wir haben Umsetzungsproblem. Das heißt auch, glaubt mir, in Social Media genau dasselbe. Ihr habt zu 100% jetzt spätestens nach dem Part von Nicole auch alle Informationen bezüglich Social Media. Es geht einfach nur daran, seid ihr diejenigen, die sich morgen früh hinsetzen. Morgen ist auch noch Montag, neue Woche. Leute, besser kann es gar nicht kommen. Ihr könnt alles umsetzen, neue Tages-To-Dos, neue Vorproduktion, neue Planung und macht es. Oder seid ihr halt diejenigen, die jetzt eine Stunde zugehört haben und nichts machen, dann ist es eigentlich genauso, wie wenn du jetzt eine Stunde nicht anwesend warst. Es ist ganz simpel gesagt. Deswegen, Leute, ich würde aber auch sagen, ich will den Call nicht zu krass in die Länge ziehen. Wir haben schon 10 nach. Ich möchte mich erstmal bedanken, dass ich speaken durfte, Daniel, und dass so einem vor allem so viele noch da waren. Ich würde auch sagen, ich gebe direkt wieder zurück ab an dich. Nochmal Dankeschön. Und jetzt, ich würde sagen, ich gebe ab an dich. Alright, es wurde alles gesagt, Fam. Alle Promise and Overdelivered. Crazy Punkte, jeder weiß, was zu tun ist. Leute, letztendlich kann ich euch einfach nur sagen, wenn immer noch große Fragezeichen um euren Kopf herrschen, geht einfach auf die Instagram-Seiten von den Mädels. Schaut, was sie machen und macht einfach eure Sache daraus, okay? Ich habe es auch nicht anders gemacht. Und irgendwann kommst du in den Flow, okay? Irgendwann kommst du in die Routine rein, baust dir die Gewohnheit auf und so weiter und so fort. Und du denkst einfach weniger und fängst einfach mehr zu machen. Leute, soll ich euch ein Geheimnis verraten? Wenn ihr könnt nicht erfolgreich werden in diesem Business, wenn ihr am Tag 2 Reels macht, am Tag 2 TikToks macht und so weiter, das auf eine Konstant, Leute. Wenn ihr gerade Probleme habt mit Personals, Garantie, wenn ihr Probleme habt mit Personals, macht 2 Reels am Tag, 3 Monate lang und das wird nicht mehr ein Problem, es wird keine Schwäche, ihr werdet im Business dafür bekannt sein, dass ihr viele Personals startet. Es ist for real einfach nur eine Frage, ob du es machst oder ob du es nicht machst. Der Aufwand, der reingeht in die Akquise, ist auch genau der gleiche Aufwand, der reingeht in den Traction Marketing. Der einzige Unterschied ist, dass du bei der Akquise dein Gehirn lahmlegen kannst. Bei Traction Marketing musst du ein bisschen, vielleicht nur ein kleines bisschen kreativer sein. Und that's it. For real, das war's.
Okay. Deswegen, wenn du schon die Arbeit reinsteckst, kannst du definitiv auch effizienter sein. Attraction Marketing ist meiner Meinung nach for real. So mein Lieblingsthema, wenn es um Prospecting geht, wenn es darum geht, Personen zu starten in diesem Business, weil wir haben eine so krass starke Waffe mit Social Media. Diese Waffe gab es nicht vor 10 Jahren im Network Marketing. Damals mussten Leute von Tür zu Tür gehen und klopfen, um dieses Business aufzubauen. Und du kannst heute einfach mal eine Stunde früher aufstehen, Reels vorplanen für den Tag und einfach posten. Und einfach posten, was das Zeug hält, okay? Und Leute, wir haben genug Content, wir haben genug Zugriff, wir haben genug Informationen, wie wir in dem Bereich erfolgreich sein können. Also lasst uns wirklich das Beste daraus machen. Morgen ist der allerletzte Tag, Tag der Arbeit, okay? Aber um 21 Uhr haben wir den letzten Tag von dem Bootcamp. Und auch morgen werden wir extrem viel Content bekommen, was das Thema Mindset betrifft in der Akquise, weil auch Personals, auch PRSV, auch Rita, ja, ist zu 99% spirituell. Und genau da ist es wichtig, dass du weißt, wie du handeln sollst und wie du denken solltest vor allem. Okay, was sind vielleicht deine Schwächen? Na, wie ist deine Intention? Wie ist dein Belief bei dem Ganzen? Und vor allem auch, wir haben gerade gelernt, wie wir Personal starten können. Wir werden lernen, wie wir auf eine langfristige Art und Weise Beziehungen mit Menschen aufbauen können. Okay? Und genau darum geht es in diesem Business, Beziehungen aufzubauen. Wir sind im Network Marketing. Okay, ein Business, wo es hauptsächlich darum geht, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und wenn du mit Menschen arbeitest, musst du wissen, wie du Freundschaften bildest, wie du Freunde gewinnst. Und dazu haben wir so krasse Speaker, einmal Tarek und einmal Laura. Und jeder kennt diese beiden. Okay, es sind absolute krasse Inspirationen. Leute, die dafür bekannt sind, dass sie hart arbeiten, dass sie viele Personal starten, dass sie überpräsent und am Start sind. Deswegen, Fam, lass uns am Start sein. Ich freue mich definitiv darauf. Let's say less, as you already know. Just imagine what one decision can do. It will always be worth it. Wir sehen uns morgen, Fam. Lasst uns in die Umsetzung kommen. Ich wünsche euch was. Let's go.